Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns in der nächsten, ja, mit dem nächsten Sidious heute Event wieder, und zwar auf Ebisu, dann mit dem nächsten Ober. Oh, das wird fies. Gut, ja, mit dem nächsten Sidious heute Event wieder, und dann machen wir morgen weiter, genau, quasi. Bis dahin oder auf Wiedersehen. So, dann bin ich auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu der Need for Speed Pro Street. Need for Speed Event, Ebisu steht an, und der Speed Challenge. Machen wir weiter, zumindest gleich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir noch ein Auto kaufen soll. Zugedacht. Wenn sie verkaufen will, wie viel würde mir da bringen? Der Leon würde mir 63. Ich habe noch einen Platz. Noch Platz. Kein Auto mehr kaufen? Na doch, klar, kann ich noch ein Auto kaufen. Ein Allradauto. Audi S4. Mit alleine schon serienisiert. Skyline. Er hat auch mehr PS, den 911 Turbo Porsche holen soll. Skyline. Serienmäßig WPS und kriegt sich. Gut, kriegt schon viel. Ich will echt überlegen, also ich bin Porsche, wollen, ich hole den, glaube ich. Den Skyline. 122.000, was hatte ich jetzt? Skyline? Dann sind wir bei 22, war das. Dann hätte ich auch nur noch den Seat. Als. Ich kaufe sie trotzdem, ich habe ja. Das würde ich mit der Brücke, Geistespaket. Den verkauft man auch nicht. 210.000. Porsche. Spezial-Upgrade. Oh, ich bin bei die Kit rein nochmal. Das war halt schon. Will er gar nicht. Will er gar nicht. Wi-Fi-Optik. Okay, das war die immer. Heiler noch schnell. Ich baue den halt auf. Ich denke, durch die nächsten Events sollte das kein Problem sein. Dann sollten wir auch nicht Kohle. Kein Doppelrohrauspuff für den Wagen. Da ich den Wagen in Rot machen will, passt das perfekt. Optik, Lack.
8 oder so ist es. Ich kann gerne in den Kuhkauf verkaufen. Ehrlich bin, warte mal gerade. Skyline habe ich bitte gesagt. In der Super würde mich 63. 83 sind 144.000. 46.000. Das wäre bei 161. Das wird keinen Sinn machen. Ne, also ich bin gekommen nicht drauf auf die Autos Geld. Das heißt, wenn ich. Ja, ich spare mir das so zusammen. Ich kaufe keine Autos. Gut, dann haben wir uns den Porsche doch geholt. Das wäre auch der nächste Allradwagen, den wir dann aufbauen. Und wir machen weiter mit der Karriere. Und ja, ich. Weiter, ne? Nito sei. Heute an. Mit dem Skyline als Ersatzwagen nehme ich meinen Leon mit. Weil der Porsche ist einfach schlichtweg nicht so weit. Was habe ich gesagt? 200 und. 133 und 89 sind 213.000, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann hätten wir den Porsche nämlich auch fertig und dann hätten wir noch ein Allradfahrzeug, was ein bisschen mehr Leistung hat. Aber ich denke, mit dem 333 km/h, dann mit dem Sky, kriegen wir das auch schon auf die Reihe. Es ist ja eh nicht so viel, egal, so mega viel. Bisschen schwer zu verstehen bei den ganzen Motoren hier, aber hey, überleg mal, noch vor kurzem. Wir machen nämlich schon mit den ersten Events. Es ist das gleiche quasi jetzt nochmal auf einer anderen Strecke.
Gut. Ich muss noch gerade kurz was schreiben, jetzt bin ich wieder da für euch. Das ist mein großes Rittempo. Oh ja. Ah, die Frage ist aber, was mich. Kurz war an dem Subaru von der Hydro. Bin ich ja selber so lange in der Kappe. Weil ich komme mit Allradfahrzeugen besser zurecht als mit. Die heben wir nicht so leicht ab, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe jetzt 7 Autos zusammen schon, da brauche ich schon wieder. Ja, ich will das auch nicht häufiger machen. Falsch gerade, deswegen ich euch ein bisschen mehr konzentrieren muss. Wenn ich hätte, check es auch lange genug. Ich glaube, es werde auch nicht auf die Länge geachtet. Ich kann es nicht auf einen sagen. Ich glaube schon 5 Sekunden. Ich muss diese rechte Kurve überlegen. Als nächstes sind eigentlich danach ist es immer geradeaus. Verabschiedet. Zweiter auch. Über Tarkowski verabschiedet sich. Ich glaube, das war sogar der Baru. Wenn wir nicht werden, wenn es wieder plus 4 Sekunden gehen. Mega Fehler eingebaut. Gott sei Dank hat das Auto so überlebt. Und so war es eigentlich nicht geplant. Aber ich bin direkt wieder on fire. Der nächste, der sich da jetzt gerade weggehauen hat. Ich habe gerade nicht gesehen, es war 3 Autos zusammen. Ui, der war lang, der war. Wie ich schon sagte,
Leute, wisst ihr, ich muss sagen, meine Nitro ist halt Lieblingsshow. Außer der hier natürlich, die ist ja legal und ich. Ich kann ihm wieder einen Gutschein rausholen. 80.000, ich muss die Kohle her, aber ich tatsächlich. Geht wieder mittlerweile. Ich warte aber, hau Gutscheine raus, weil ich will die Kohle zusammen haben. Ich will den Porsche aber doch aufbauen. Gut, als nächstes haben wir noch eine Speed Challenge. Wie lange ist die Strecke diesmal? Gar nicht dabei. Der kleine Subaru, wenn ich selber den vorbei bin, dann ist der irgendwie weg. Das war übrigens keine Absicht, dass ich den gerade mal ein bisschen weggedrückt habe. Warum habe ich hier den Totalschaden gerade geholt? Das wüsste ich jetzt auch gerade gerne. Gutschein benutzen, machen wir doch glatt, aber das wundert mich gerade. Naja. Ich kann jetzt gleich die Tatsch angekommen. Der hätte sich auch fast verabschiedet. Der hat sich sogar verabschiedet. Ich glaube, der Subaru hat sich eigentlich komplett weggedreht gerade. Motor ist weg. Wahrscheinlich vorne einiges von der Vollbedienung. Jetzt kriegt das den leichten Schaden. Jede 2 Minuten pro. Einer ist hinter mir. Ein Auto hinter mir. Aber jetzt komme ich ein Stück weg. So, der Lauf ist auch in der Tasche. Naja, 2 Sekunden sind sie. Ja, wie gesagt, ein Auto. Geärgert hat. Gut, die nächsten 13.000 sind in der Tasche. Ich denke, wenn wir da die 2 Events gewonnen haben, ist es dann kein Problem. Hey, wen haben wir denn hier? Ivan Tarkovsky von Apex Glide ist wohl wieder auf freiem Fuß. Ich habe ja gehört, Ivan und ein paar seiner Jungs wurden auf der Straße angehalten. Allerdings habe ich auch gehört, Ivan soll die Cops auf sich gezogen haben, damit gut. Irgendjemand muss auch seinen Wagen ausgelöst haben, denn er ist ja mit seinem Evo 9 hier. 39.000 haben wir mittlerweile schon wieder auf dem Konto. 220 ungefähr brauchen wir. Nächste Speed Challenge.
So. Ja. Oh. Ich wundere mich gerade, dass der da nach rechts abgeht. Aber okay. Es lohnt sich halt mit dem Allrad auch. Und Ritter, als Geld. Bau. Hoch ran und ich die Telefonmaske nehme. Wenn der Normalverweih angegriffen wäre, hätte ich vielleicht von euch nicht mehr hart gehabt. Aber die müssen zu kurz nicht reagieren. Kommt aber nicht ran, ne? Und da einige fliegen. Aber ich. Okay. So. Oh, das war echt arschknapp. Der war knapp dran an mir. Aber gut, egal. 10.000 Punkte, 13.000 Dollar per oder 13.000 Geldeinheiten. Easy. Hey, hallo? Was bitteschön ist mit diesem Ryan Cooper los? Was echt? Was hat der heute für ein Feuerwerk hier bei Nitro? Weil du Gutschein gewonnen. Oh, könnte der weiter dran sein. So war es bei ihm. Nö, wirklich genau, drück mal ein. Nächste Rennen. Jetzt haben wir nur noch Top-Speed-Läufe. Wieder drei Rennen. Hier geht's wieder wie bei dem Osmante, die Radarfallen mit einem kleinen Unterschied. Ja, wenn der erste Ziel ist, wenn man nicht als erstes Ziel ist, gut dazu bekommt. Nein, hier muss einfach nur schnell sein. Durch die vier der Radarfallen. Und jetzt gibt's Topspeed. Bei 37. Ja, das ist egal, dass du da vorne bist. Ich glaube, ich muss wieder Nitro ziehen. Ja, weil ich Glück gehabt, dass ich da mit der Defi mich dann schon wieder an der vorne abzubremsen. Ich denke, dass ich nicht erster werden. Das kann aber scheiß Dreck, dass der
leider jetzt gar keinen Mikro mehr. Ich muss jetzt gucken, ich glaube, wirklich die bestimmt nächste Kontrolle. Da vorne sind nämlich drei weg. Aber es soll mir recht sein. Das Wichtigste ist, dass ich diese Kontrolle passiere. Jawohl, gewonnen. Fehler gemacht habe, dafür ist es egal. Das kannst du auch nur mit dem Allrad wagen, wenn ihr dann wieder auf der Straße klebt, statt der zu Ditchen, wie der Kuhpreis gemacht hat. Und doch. Ich habe auch nur so grobe 60 Kammer, die ich dann ja, vor dem zweiten Mal. Leute, das Wochenende spitzt sich zu und wir stehen vor unserem möglicherweise letzten Event. Vielleicht wird dies die letzte Begegnung beim Nitro Side dieses Wochenende sein. Ja, die Frage ist, wer wird das Rennen am Ende machen? Mir gefällt Ryan Coopers Stil. Er hat das Selbstvertrauen eines Fahrers, nächste. Der Start hinter sich hat. Wahrscheinlich waren es tausende Starts. Nicht tausend, egal, ja, das geht schnell. Okay. Die Sache geht, cool, ich mach wieder das gleiche, schon mit 5 Kontrollpunkten und dann haben wir auch schon davon jetzt Laufe heute. Wenn die Sonne vorher gesehen ist. Ja, 36. Ja, die Glück haben wir. Meine 25 Euro passt. Oh, ein zweiter nur. Aber das war doch daran, dass da vorne noch einer weg ist. Jetzt kann ich den Wagen eigentlich schön laufen lassen. Jetzt alles. Passt dominiert. Wieder 26.000 und 10.000 nochmal auf die Halle. Auf die Kralle, sehr gut. Ein bisschen, da fasst das die Kohle zusammen.
Also, was heißt ich, Klassiker zusammen? Ich müsste jetzt eigentlich noch den Skyler noch abgeben. Wie gesagt, der würde mit 83.000 sein, dann wäre ich bei 120.000. Ja, wenn ich beide Autos abgeben würde, dann habe ich die Kollision. Dann habe ich nur einen Speed-Auto, falls ich den zerlege. Oder falls ich keine Ursache habe. Ich brauche nämlich ein solches Auto. Cooper würde ich eigentlich ungern abgeben. Ich habe Gutscheine noch genug. Wir holen die Kohle trotzdem rein. Ich denke mal, ich bin jetzt nach dem nächsten Rennen machen, das ist klar. Seht ihr gerade, wie wenig wir hatten. 4.000, 5.000 oder so. Jetzt waren wir 127.000. Ich denke nach dem morgigen Tag kaufen dann baue ich die Porsche um. Und dann passt es auch. So, Rennevents, das letzte. Ich bin da ganz entspannt gerade. Nächste. Letzter Lauf. 3, 4 braucht der. Ich denke, das war 3,5 Minuten mit dem Lauf. Weniger lieber, ja, ein bisschen mehr, aber ich bin lieber, aber egal, ich weiß was so. Wenn die Strecke noch fast 910 Kilometer lang. Also 14, der erste Satz. So, jetzt mal vorbei hier an den zwei Vögeln da. Ich freue mich da noch. 18er. So, die Gäste, die Gegner, ich würde selber halt da nur durchkommen. Was ist das eigentlich auch noch? Naja, mal 11, naja. Aber solange ich hier links oben die 1 stehen habe, ich bin sowas nicht egal. Nächster Kontrollpunkt wäre der vierte. Aber wäre mir egal, wenn ich vorbeigehen würde. Es geht hier rein um die Speed und nicht um. Ich habe mich wirklich gerade, glaube ich, in die Tourgase und auch nicht gerettet. Subaru. Aber eigentlich ist der eigentlich auch Allrad. Oder ist einfach zu leicht? Und dass der so da ab, ja, wenn der Scheiße, wenn der Scheiße anfliegt und Scheiße drauf kommt, wo steht sich die Karre? Aber Glück gehabt, dass der nicht über mal, dass der dann über mich da flog. Da ist noch 3 Punkte. Was sind in dem nächsten oder demnächst habe ich getötet. Super! So, 300. Jetzt kann ich das ganze Ding nicht mehr nach Hause fahren. Super ist mit dem Hecktrieb, das weiß ich. Ich bin deswegen wirklich näher für den Dreck. Der nächste hinter mir. Wir waren zwei Autos oder so. Ich glaube, es ist kaum noch einer übrig. Ich glaube, es ist ein Auto nur noch übrig. Ich glaube, es ist gar kein Auto Gegner mehr auf der Strecke gewesen. Nein, einer noch.
Einer war noch drauf, der war auch. Aber ihr seht gerade, das ist ein Bild für die Götter. Also hammerhart, ey. Ich habe über 600 km/h Vorsprung. Gut, das war zu einfach gerade. Und wir sind schon mit dem zweiten Event durch. Mit dem zweiten Event Dienst. Mit Gutscheinen. Ja, noch gut, dann abdecken. Gut, dann kann ich den Renntag. Ne, ich speichere das ganze Ding, bevor der mir jetzt irgendwas will. Aber ich habe ein Auto-Safe drin, aber ist egal. So, perfekt. Was? Dann haben wir noch das eine Event. Und dann können wir noch Hauptbauen noch Ding das letzte machen. Ja, und dann passt es eigentlich auch schon wieder mit dem nächsten. Gut. Letzte Neuspawn-Event. Nitro-Side-Event. Und zwar Nevada Highway geht als nächstes weiter. Oh Gott, nein. Meine Hassstrecke. Da muss ich höllisch aufpassen, dass das nicht schief geht. Aber gut, da kümmern wir uns erst morgen drum und dann sehen wir uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen und einen schönen Samstag. Bis dahin, ciao.